Wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, ich liebe Upcycling und deshalb zeige ich euch heute gleich drei DIY-Ideen, für die ich alte Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden, umgestalte. Das sind einmal Einmachgläser, von denen ich viel zu viele im Keller stehen habe. Dann diese Metallschüssel, die jahrelang als Blumenübertopf gedient hat und jetzt dementsprechend aussieht. Und diese Holzbauklötze vom Dachboden. Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Ich bin Susanne und bei mir findet ihr DIY-Ideen aus den unterschiedlichsten Materialien zu ganz verschiedenen Themen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und da dieses Video in Zusammenarbeit mit Duplicolor entstanden ist, gibt es dieses Mal auch was Tolles zu gewinnen. Was das sein wird und was ihr dafür tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, das erkläre ich euch am Ende des Videos. Bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und jetzt starten wir mit der ersten DIY-Idee. Für diese herbstlichen Windlichter oder Blumenvasen braucht ihr Einmachgläser. Ihr könnt auch leere Marmeladen- oder Gurkengläser verwenden, Klebeband, den Mickey Glass Spray von Duplicolor, schöne herbstliche Motive. Diese hier könnt ihr euch auf meiner Homepage herunterladen und ausdrucken lassen. Einen Permanentmarker mit einer Dicke von 0,8 mm, der sollte richtig schön satt schwarz schreiben. Und bei der Dekoration sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich werde mit diesem Bastgewebe, schönen Bändern, Lichterkette und Teelicht arbeiten. Bevor ich die Gläser lackieren werde, muss die Oberfläche absolut staub- und fettfrei sein. Das bekommt man am besten hin mit dem Fettlöserspray aus der Küche. Damit werde ich jetzt die Gläser zuerst mal gründlich reinigen. An diesem Glas möchte ich nur den unteren Teil lackieren und deshalb klebe ich jetzt das obere Drittel mit Malerkreppklebeband ab. Zum Lackieren werde ich gleich nach draußen gehen. Vorher entferne ich noch den roten Sicherungsring, schüttle die Dose 3 Minuten lang und sprühe einmal Probe. Kleinere Gegenstände kann man aber auch sehr gut drin lackieren. Verwendet einfach einen großen Karton als Sprühkabine und deckt drumherum alles gut ab und sorgt für eine gute Belüftung im Raum, indem ihr ein Fenster öffnet. Für ein schönes, gleichmäßiges Lackierergebnis sprühe ich im Abstand von ca. 25 cm und arbeite im Kreuzgang. Das heißt, ich sprühe von links nach rechts und von oben nach unten und trage mehrere dünne Schichten auf. Im feuchten Zustand ist der Milchglaslack noch durchscheinend. Den richtig schönen Milchglaseffekt erhält man erst, wenn der Lack richtig durchgetrocknet ist. Um die herbstlichen Motive jetzt auf meine Gläser zu übertragen, klebe ich sie von innen mit Klebefilm fest und zeichne die Konturen mit meinem Permanentmarker nach. Für dieses Vogelfutterhaus braucht ihr eine Metallschüssel, die richtig schön rund sein sollte. Meine hat einen Durchmesser von 28 cm. Habt ihr jetzt keine alte Schüssel zu Hause? IKEA hat die immer noch im Sortiment. Dann braucht ihr Holzbretter. Ich habe hier einmal ein Schneidebrett aus Bambus. Bambus ist ein richtig schönes, robustes Holz. Dann habe ich hier ein einfaches Fichteholzbrett aus dem Baumarkt und hier einen alten Besenstiel mit einem Durchmesser von 2,5 cm. Einen Holzring und zur Verzierung habe ich hier noch so eine Halbkugel, um mir die entsprechenden Teile später zurechtsägen zu können, arbeite ich mit der Stichsäge. Dann braucht ihr noch einen Akkuschrauber mit einem Bohraufsatz, Schrauben und einen passenden Bit dazu, einen Klebstoff
Und um das Vogelfutterhaus dann auch witterungsbeständig zu machen, verwende ich den All-Season-Lack in Mattschwarz, den Klarlack und die Holzschutzlasur in Nussbaum. Die Basis des Vogelhauses besteht aus zwei runden Holzplatten, die säge ich mir jetzt aus meinen Holzbrettern aus. Die größere Platte hat denselben Durchmesser wie die Metallschüssel. Dafür verwende ich dieses Bambusschneidebrett, denn Bambus ist ja, wie ich schon sagte, sehr robust und diese Platte wird dann auch später mehr der Witterung ausgesetzt sein. Und die kleinere Platte, die soll einen 2 cm kleineren Durchmesser haben, die säge ich mir aus dem Fichteholzbrett aus. Und von meinem Besenstiel oder Rundholz säge ich 6 14 cm lange Stücke ab. Damit die Holzteile später geschützt sind und auch einen einheitlichen farblichen Look bekommen, werde ich sie mit der Holzschutzlasur in Nussbaum dunkel lackieren. Und damit die Holzlasur richtig gut haften kann, müssen alte Lackpartikel, Schmutz und verwitterte Holzteile entfernt werden. Und deshalb schleife ich das Holz jetzt zuerst mal gründlich ab. Um jetzt genau zu wissen, wo die Rundhölzer auf meiner kleineren Holzplatte hinkommen, habe ich so gemacht, ich habe mir eine Schablone aus Papier geschnitten, habe diese in 6 Kuchenstücke à 60 Grad eingeteilt und auf diesen Strichen habe ich dann die Bohrlöcher markiert, dann die Schablone auf die Holzplatte gelegt, die Löcher übertragen und genau an diesen Punkten bohre ich jetzt Löcher vor. Zuerst werde ich jetzt die Rundhölzer aufleimen und ist der Holzleim ausgehärtet, drehe ich zusätzlich noch eine Schraube ein. Kurzer Test, ob der Holzring dazwischen passt, denn sollte das nicht der Fall sein, könnte ich die Rundhölzer jetzt noch korrigieren. Der Holzleim ist ausgehärtet, jetzt drehe ich das Ganze um und drehe noch die Schrauben ein. Auf der großen Platte mache ich es genauso. Ich stelle das Ganze jetzt da drauf, zentriere es, markiere diese Rundhölzer und bohre Löcher vor. Damit die Oberflächen wirklich absolut staub- und fettfrei sind, reibe ich diese mit einem Lappen und Fettlöserspray aus der Küche nochmal ab. Jetzt geht's ans Lackieren. Diese beiden Holzteile und die Halbkugel fürs Dach werde ich mit der Holzschutzlasur in Nussbaum dunkel lackieren. Den Holzring und die Schüssel in mattschwarz. Da das Vogelhaus ja auch im Winter draußen steht und die Kuppel extrem der Witterung ausgesetzt ist, also Schnee und Regen abkriegt, bekommt diese nochmal einen zusätzlichen Schutz durch den All-Season-Klarlack. Lack und Lasur sind über Nacht getrocknet und jetzt setze ich die beiden Holzteile zusammen. Das mache ich mit Holzleim und den Schrauben. Vorher lege ich aber noch den schwarzen Ring ein und meine halbe Holzkugel klebe ich oben auf meine Kuppel. Die Kuppel wird nur aufgelegt. Um das Vogelhaus im Garten aufzustellen, habe ich eine Bodenhülse aus Metall in den Boden eingeschlagen, ein Vierkantholz da drin fixiert und oben ein Brett installiert. Das habe ich festgeschraubt und darauf stelle ich jetzt das Vogelhaus und fixiere dieses dann nochmal von unten mit 2 Schrauben. Für die letzte Idee, diese Reliefbilder, braucht ihr
natürlich Bauklötze. Habt ihr keine eigenen, dann schaut mal auf Kleinanzeigen. Dort bekommt man die oft sehr, sehr günstig oder sogar geschenkt. Dann braucht ihr einen Bilderrahmen mit einem erhöhten Rand. Und damit ich den Rahmen später nochmal weiterverwenden kann, werde ich mir eine Rückwand aus Pappe ausschneiden. Dann braucht ihr Klebstoff. Und farblich gestalten werde ich das Bild mit den Lacksprays aus der Aqua Eco Plus Reihe in den Farbtönen Indian Tea, Light Grey, Grey Grey und Schiefergrau. Ich habe hier Bauklötze in drei verschiedenen Größen. Ich lege die Klötze so zusammen, dass das Bild dann nachher eine ungefähre Größe von 14,5 auf 14,5 cm hat, so dass man auch noch ein bisschen was vom Passepartout sieht. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang gepuzzelt, aber so gefällt mir die Anordnung jetzt richtig gut. Ich werde die Bauklötze einzeln lackieren, denn wenn ich sie gleich aufklebe und dann erst lackiere, kann es passieren, dass ich mit dem Lackspray nicht in jede Fuge komme und die Ursprungsfarbe der Klötze noch durchschimmert. Und das würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Und damit ich die Anordnung jetzt nicht verliere, mache ich von jedem Bild ein Foto mit meinem Handy und dann sind die Bilder nachher auch schnell wieder zusammengesetzt. Und bevor ich lackiere, reinige ich die Klötze nochmal gründlich, damit sie auch staub- und fettfrei sind. Bei der farblichen Gestaltung dieser Reliefbilder hat man wirklich unzählige Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, 4 kleinere Bilder zu machen. Jedes dieser Bilder bekommt eine andere Farbe und am Ende werde ich sie dann in so einer Vierergruppe an die Wand hängen. Damit man bei diesem Aqua Eco Plus Lack ein schönes, gleichmäßiges Lackierergebnis erhält, ist es besonders wichtig, den Sprühabstand von 30 bis 40 cm auch wirklich einzuhalten. Denn der Lack besteht zu 95% aus Wasser und deshalb entsteht beim Sprühen eine Art Schaum. Und damit diese Schaumbläschen nicht auf eurem Gegenstand landen, ist es wichtig, dem Lack eine entsprechend lange Flugzeit zu geben, damit diese Bläschen platzen können. Mithilfe meiner abgespeicherten Fotos habe ich die Klötze auch ruckzuck wieder so angeordnet, wie ich es haben möchte. Die Bauklötze klebe ich auf ein 14x14 cm großes Stück Pappe und die Pappe habe ich einfach in der entsprechenden Farbe gleich mitlackiert. Ist dann alles getrocknet, klebe ich die Bilder in die einzelnen Rahmen ein. Das waren sie jetzt, meine 3 Upcycling-Ideen. Ich bin jetzt schon auf euer Feedback gespannt. Und jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es 3 Gewinnerpakete mit jeweils 4 Lacksprays aus der Aqua Eco Plus Reihe in dem Farbton Indian Tea, Schiefergrau, Grey Grey und Lichtgrau. Das sind genau die Farbtöne, die ich auch für meine Reliefbilder verwendet habe. Und teilnehmen könnt ihr, indem ihr mir hier unter dem Video einen Kommentar hinterlasst, indem ihr einfach euer Lieblings-DIY aus diesem Video nennt. Teilnahmeschluss ist Freitag, der 29. September, 23.59 Uhr. Und ich werde die Gewinner dann auslosen und hier unter ihrem Kommentar benachrichtigen. Bitte checkt unbedingt eure Nachrichten, denn es kommt immer wieder vor, dass Gewinner sich nicht zurückmelden und dann verfällt der Gewinn nach 48 Stunden und ich lose neu aus und es wäre doch wirklich schade. Also, denkt dran, checkt einfach eure Nachrichten und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Kreativsein und Selbermachen und sagt Ciao für heute. Wenn euch dieses Video und die DIYs gefallen haben und ihr habt Lust auf mehr, dann klickt hier drüben. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann lasst einen Like da und abonniert gerne meinen Kanal.